Servus liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von New Super Mario World 2 Yoshi's Island. Das letzte Mal haben wir gleich hier ein schönes Schloss mitgemacht. War natürlich auch schon ein bisschen aufregend. Kurz vorm Ende des Bosskampfes verlierst du erstmal noch ein paar Sternchen. Deswegen habe ich mir zumindest die Freiheit genommen und da dementsprechend mal die 100 noch mit nachgeholt, weil damit gebe ich mich nicht zufrieden. Sorgen wir aber erstmal dafür, dass wir hier mit Welt 1.5 weitermachen, die uns was repräsentiert? Durch Wald und Wiesen. Oh komm, das sieht vielleicht mal wieder ein bisschen angenehm aus. Gegenüber den ersten Eskapaden, die wir quasi das erste Mal mit hatten. Und Moment, bei dem... da müssen wir ein bisschen anders ran. Vielleicht so... Perfekt. Nur so kommen wir da ran und mal sehen. Was ist denn noch so Feines hier mit erwartet? Tja, also was kann ich denn jetzt bisher über den Heckewitz sagen? Hier hatte ich zumindest sehr vieles hier schon mal mit erwartet. Das gab es so mal überhaupt nicht so. Da kannst du zumindest nicht rein. Interessant. Also. War da gerade dort ein roter Schalter? Ich glaube, da war gerade ein roter Schalter, oder? Ah, verstehe. Ich muss also, wo ich hier so einen roten Schalter hier zeitpassierend mal aktivieren. Okay. Aber jetzt erstmal gucken. Da kann ich wirklich nicht rein. Ich nehme mir mal das mal mit, weil der Kollege, der braucht das mal sowieso nicht. Ansonsten gibt es hier am Anfang bisher noch rein gar nichts. Irgendwie ein bisschen eigenartig. Weil normalerweise bist du mehr drauf getrimmt, gerade hier am Anfang hin schon mit irgendwelchen Eskapaden es hier zu tun zu haben. Und hier ist es ausnahmsweise mal so ziemlich linear. Verstehe jeder, wer will. Alright. Die Gegner, die sind alle linear mit aufgebaut. Also, das mit diesen roten Scheitern, das beherbergt doch noch irgendetwas für uns mit. Die brauchen wir doch safe für später. Gut. Also, was soll ich natürlich mit sagen? Auch so für den letzten Part, da hatten wir quasi Welt 1.3 und 1.4 mit gehabt. Wobei ich natürlich bei Welt 1.3 ohne Mist dort allen Ernstes, ja, was soll ich natürlich sagen, über eine halbe Stunde lang dran gesessen habe. Weil natürlich dann dementsprechend auch das Level-Niveau dort ganz schön hoch war. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier könnten wir zumindest wieder ein Bonus-Level wieder mitmachen, wenn wir es gerne mit wollten. Aber ich sehe jetzt zumindest keinen Grund dazu, das mit zu tun. Von daher nutzen wir einfach mal am besten diese Gelegenheit, machen wir hier weiter. Und hey, diese... War das jetzt überhaupt dort eine rote Münze, die ich jetzt dort mit eingesammelt habe? Keine Ahnung. Es sieht momentan noch ziemlich mau aus. 4 von 20 roten Münzen und darüber hinaus auch noch nicht so viele Blumen. Und von den Sternen wollen wir es gar nicht anfangen mit reden. Tja, bin natürlich mal gespannt. Wenn ich mich sogar recht entsinne, war eigentlich im regulären Vanilla, dass du eigentlich jetzt in dem Moment hier deine... warte mal, wie heißt das schon mal dieses Level? Also was quasi dann auch hier die Kurzform von LSD mit hat. Ich glaube, lustiges Sporen-Desaster oder so ähnlich war es. Hieß zumindest das Level, das war dann quasi mit solchen lustigen Poll mit aufgebaut. So, dass du halt eben dann mal zeitweise, naja, spielerisch hier unter Druck mitgestanden hast. Sah natürlich dann dementsprechend aus und diese Stacheln dort unten möchte ich nicht unbedingt mit dort reinfallen, weil das wäre der Insta-Dev gegenüber des Insta-Devs, der dich dann quasi mit erwartet, wenn einfach mal so in den Akkord mitstürzt. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch hier wieder sehr viele Scheikas, wie es zumindest den Anschein hat, die natürlich dann hier mit offenbart werden. Naja, gut. Jetzt muss ich natürlich mich ordentlich beeilen. Jetzt geht es natürlich den ganzen Weg retour, also jetzt verstehe ich natürlich auch den Sinn dahinter, warum wir hier immer wieder mal solche, wow, das war genial. Halt. So, also, jetzt gehen wir also den ganzen Weg wieder retour von, ach so, jetzt kann ich hier rein. Verstehe, so ist es mit aufgebaut, man muss sich also hier mit beeilen. Und oh mein Gott, mal wieder ein Checkpoint, wow. Das ist ja wirklich nice.
Aber ich denke, es wäre durchaus nicht verkehrt, wenn wir doch lieber hier noch einen Save Point hier besetzen. Weil was wir haben, haben wir natürlich. Und schade, keins von diesen Münzen war gegebenenfalls mit irgendeiner roten Münze mit behaftet. Wollte ich eigentlich machen, bevor ich halt eben jetzt hier den Sternkreis mit berühre. Naja, so, diese lustigen Gegner hier, die kenne ich ja bereits auch schon aus Super Mario World und Just Keef Edition. Also, wenn ihr unter anderem dies nicht mitgesehen habt, dann klickt mal unbedingt mal hier rechts oben mal auf die Playlist von Super Mario World Just Keef Edition. der wird euch ja zumindest auch mit repräsentiert. Diese wiederum stellt natürlich auch so ein schönes Abbild mit da über passende Speedhacks. Kann ich euch zumindest wirklich nur empfehlen, da mal mit reinzugucken. Gut. Und mal sehen. Das sind ja zumindest auch noch nicht so solche Sporen. Eigentlich wollte ich den jetzt eigentlich auf den Gegner mit Raum feuern. Egal. So. Also ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie überhaupt diese kleinen rosa Viecher hier heißen, die jetzt natürlich jetzt hier mehr oder weniger fröhlich hier begegnet sind, die du dann ja so gesehen auch beseitigen kannst. Und bevor ich überhaupt diese Wolke dort oben berühre, will ich doch es natürlich sehr gerne bevorzugen wollen, an diese Münzen dort mit ranzukommen, weil natürlich dann dementsprechend du dann nicht mehr in der Lage bist, sonst an diese Münzen dort mit ranzukommen. So. Ich weiß es natürlich jetzt nicht. Ich glaube, ich muss hier hin. Unbedingt. Weil ich habe es gerade mitgemerkt, wenn natürlich du einen Shy Guy Posten hier mit triggerst und natürlich mit zulässt, dass dieser damit abhaut, dann ist ja gut Schicht im Schacht. Gut, da oben geht es dann zumindest zu einem Bonusbereich. Das hört sich zumindest nicht verkehrt an. Ich denke mal, wir machen den jetzt einfach mal mit. Zack. Und mal sehen, was uns hier erwartet. Na mal gut. Also, dieser Bonusbereich bietet uns, ja, das zumindest. Achso, Moment. Ah, dachte ich mir doch schon. Man kann doch safe hier diese einfachen Brücken doch wunderbar mit zerlegen. Passt doch wirklich wunderbar. Mal sehen. 11 von 20, 4 von 5. Irgendwie fehlen noch ein paar rote Münzen. Mal sehen, hat man den jetzt noch diese restlichen roten Münzen jetzt damit hingepackt? So genau, was ist keiner so richtig. Also noch nicht. So, und diese Koopas wiederum, die tauchen eigentlich ja erst ab dem vierten Level mehr oder weniger hier mit auf. Dass die natürlich schon gleich auch schon so früh mit auftauchen, bedeutet ja noch folgendes. Oh mein Gott. Oh ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es. Hier muss ich natürlich jetzt sehr vorsichtig sein. Sonst passiert natürlich das. Ah. Und das natürlich dann dementsprechend auch hier eine rote Münze ist, das war ja schon mehr als offensichtlich. Also wenn da keine rote Münze gewesen wäre, wäre ich auch nicht. So. Sonst gibt es jetzt hier nichts weiteres? Offenkundig. Ich brauche erstmal dringend ein paar neue Eier, sonst kann ich jetzt erstmal hier nicht weitermachen. So, mal sehen. Diese jeweiligen Plattformen dienen ja eigentlich auch mehr dafür, dass die ja quasi nur so oft betretbar sind, was natürlich dann dementsprechend die Zahl mit repräsentiert. Und dementsprechend ist es ja für uns hier noch so ein kleines Einsteiger-Momentum mit am Start. Aber ich denke mal, das wird uns dann höchstwahrscheinlich dann auch noch so das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen aufstoßen. Irgendwie ahne ich, dass das schon zumindest in diesem Stego das. Ja, gut. Eigentlich wollte ich jetzt mehr. Ja, genau. Den Audrey hier mit erwischen. Also ich stelle ihn hier halt eben liebevoll Audrey, natürlich angelehnt an Audrey Schloss aus dem vierten, aus der vierten Welt. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ist das etwa, was wir jetzt hier haben, etwa die Zusammenstellung von dem lustigen Sporendesaster? Also, dass du quasi auch so einen Abteil mit hast, wo es dann mehr oder weniger dann darum geht, dass du auch mal so zeitweise so viele Gegner mit am Start hast? Kann vielleicht sein, so. Was haben wir denn überhaupt da drin? Kann ich dort lang? Achso, Moment. Ich muss das mir ein bisschen gezielt fliegen. Und da haben wir natürlich dann schon mal Blümchen Nummer 5. Mal sehen, was sagt momentan der Stand. 6 rote Münzen fehlen noch. Gefällt mir irgendwie nicht so sehr, wenn da noch so ganze 6 rote Münzen noch mit fehlen. Weil diese wiederum können ja mehr oder weniger überall mit auftauchen. Das könnte zum Beispiel jetzt hier mit der Fall sein. Plus einen ziemlichen Abgang, aber das haben wir gleich. Alright, da brauchen wir natürlich jetzt nur noch unsere restlichen 6 roten Münzen und dann haben wir das zumindest auch schon mit erledigt. Kann ich die
Ja, kann ich zumindest auch. Wunderbar. Bevor ich jetzt hier nochmal auf den glorreichen Gedanken komme, vielleicht hier abzustürzen, wäre irgendwie nicht so reizend. So. Mal sehen. Die restlichen roten Münzen dürften dann mehr hier sein. Und alter Schwede. Diese böse Blume wiederum, die hat mich natürlich jetzt schon ein bisschen getrickst. Weil ich jetzt mit der mal überhaupt nicht gerechnet habe, dass die jetzt hier mit am Start ist. So. Und warum eigentlich spawnen hier die ganzen Donut-Blöcke eigentlich nicht wieder? Vorsicht, aufpassen. Oder vielleicht hier von Sternen oder was auch immer mit ist. Was kriegt man hier noch? Achso, noch ein paar Münzen. Na gut, falls man vielleicht irgendwo hätte getroffen werden können. Also mal sehen, zwei rote Münzen fehlen uns noch und die müssen ja dann mehr oder weniger dann hier damit vorzufinden sein, irgendwo in diesem Bereich. Aber wo genau sind die denn? Oder sind es denn etwa welche, die dann vielleicht... Achso, da sind sie, ja, da sind sie. Oh mein Gott, das nehme ich. Und auch das nehme ich. Und oh mein Gott, endlich das erste Mal überhaupt, dass wir 100% haben und man kann sogar sich hier noch einen Gegner in die Blume schmeißen und dann dementsprechend hier noch die potenziell verloren gegangenen Sterne sich natürlich noch mit reinholen. Aber ich würde es eher gerne bevorzugen wollen, wenn wir jetzt dieses Level hier lieber beenden. Und da ist natürlich auch das Ende. Jawolski! So sehen wir das doch mal. Natürlich zwar mit Save Points, weil ansonsten, ja gut, wäre es natürlich ein bisschen anders mit gewesen. Aber hey, komm, bei so einem Hack, da darfst du auch mal Save Points mal mitverwenden. Das tust du einfach mal sehr gerne. Jawohl, 100 Punkte. Irgendwann werde ich natürlich noch die restlichen Punkte der vorherigen Welt natürlich noch mit nachholen, aber das kommt jetzt erstmal später. So, sehen wir doch mal nach, was uns hier in Welt 1.6 mit erwartet. Nämlich... Höhle der Fledermäuse. Eine runde Höhle der Fledermäuse mit betreten und... Oh, die sind doch normalerweise eigentlich auch erst im 6. Level so großartig mit aufgetreten. Ja, diese ganzen Kettenhunde. Ist natürlich jetzt nur die Frage, hätte man eigentlich diese Sprungplattform, die da war, überhaupt noch irgendwie mit verwenden können? Ich glaube mal ja nicht. Das halte ich mal für ziemlich unwahrscheinlich. Was ich aber nicht für unwahrscheinlich halte, ist, dass ich diese beiden roten Münzen dort unbedingt auslassen möchte. Diese möchte ich natürlich eben schon sehr gerne mitnehmen. Das wäre mir viel wahrscheinlicher. Und dann mal, wow, sehen. Meine Güte, wir gehen es ja gleich mal ordentlich an. Hätte man eigentlich diese Sprungplattform, die da war, überhaupt noch irgendwie mit verwenden können? Ich glaube mir ja nicht. Ich hatte doch recht gehabt. Es ist ja doch tatsächlich hier noch ein Bonuslevel. Und das wiederum, das musst du natürlich erreichen, bevor du überhaupt wagen solltest, dass der Kettenhund hier diesen Weg dir mit versperrt. Ansonsten kommst du nicht an diese vier roten Münzen ran. Das ist ja aber mal fies. Aber auch generell, was denn hier die anderen roten Münzen mit betrifft, diese wiederum sind ja auch nicht ganz ohne. An diese musst du halt eben hier mit rankommen. Und natürlich dann dementsprechend auch hier geskillt mit Springen. Meine Güte, wir sind wohlgemerkt erst bei Welt 1.6. Und es wird natürlich noch ein bisschen schwieriger für uns mit werden. So. Ach, verdammter Mist. Ich wollte jetzt eigentlich diesen Kettenhund erst später hier mit triggern lassen, weil jetzt komme ich natürlich nicht mal an diese Blume hier mit ran, die ich eindeutig dafür mit benötige, noch mit einzusammeln. Verdammter Mist aber auch. Also hier musst du schon wirklich aufpassen, welche... Also welchen Kettenhund du natürlich halt eben wann mit den triggerst. Und da haben wir doch zumindest schon mal hier unseren ersten Halbkreis oder beziehungsweise unseren einzigsten Halbkreis schon relativ frühzeitig zu Level beginnen. Na, das wird natürlich dann ein bisschen interessant werden, weil du natürlich dann so im ersten Momentum jetzt noch nicht weißt, wie jetzt hier der nächste Stand mit ist. Und da wir natürlich jetzt ja in der Höhle mit sind, ahne ich doch schon völlig, dass jetzt hier die ganzen Fledermäuse doch alle mit auftauchen, oder? Ach, so, verstehe. Ich muss den... Womit konnte man dies nicht noch irgendwie fest arretieren? Ich glaube ja, aber... Puh. Nein, das war zumindest falsch. Verdammter Mist. Na gut, an diese jeweilige Stelle muss ich mal später mal mit rankommen. Da oben geht es sogar irgendwo lang. Das sagt mir zumindest der Pfeil.
damit du halt eben dort oben langkommen kannst. Oh, hier oben gibt es gleich den Maulwurf. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Was macht jetzt dieser Maulwurf für mich? Ach so. So komme ich zumindest an diese drei roten Münzen mit ran. Das ist natürlich nice. Und, ach so, verstehe. Ich kann natürlich dann dementsprechend hier die ganzen Fledermäuse damit auch hier wunderbar mit zerlegen. Oder beziehungsweise besiegen lassen. Ja gut, hört sich doch schon mal sehr gut an. Ich befürchte zumindest, dass ich allerdings dann dort unten eine Blume damit verpasst habe. Und oh, natürlich, wenn wir schon eine Höhle mit am Start haben, dann dürfen, dann welche Überraschung auch hier, Lavastellen nicht mit fehlen. Und ich glaube, jetzt verstehe ich auch, warum das Level heißt Höhle der Fledermäuse. Mal sehen. Hier tauchen mir doch echt ein paar Fledermäuse zu viel auf. Und das natürlich dann dementsprechend auch hier eine rote Münze ist. Also komm schon, das hätte man ja förmlich schon riechen können. Na. Oh, das zählt nicht. Damit du dann dementsprechend auch diesen noch mit erwischen kannst. Und unter mir ist natürlich ein Stegung, das weiß ich. Und da habe ich schon mit erwähnt, dass diese lästigen Fledermäuse mir jetzt doch ein klein wenig auf die Nerven gehen. So, ich habe 3 Eier mit benötigt, um eine rote Münze mit einzusammeln. Ist das nicht nice? Ich glaube ja. So, Frage. Nee, diese Röhre kann ich zumindest nicht rein. Das ist schon erstmal sehr gut. Schade eigentlich, dass ich diesen Stego nicht irgendwie aufessen oder beziehungsweise einfach mal in diese Blume mal mit hineindonnern kann. Naja, müssen wir es halt eben auf einen anderen Weg machen. Und sagen wir, wie viele Fledermäuse kommen hier noch? Also ich glaube, der Levelersteller hat es ja ordentlich übertrieben. Kann es zumindest sein. Erstmal muss dieser lässige Stego hier mit weg. Der stört mich. So. Da ist er ja schon wieder, dieser lässige kleine Stego hier. Ich traue mich aber auch jetzt, ehrlich gesagt, nicht wirklich einfach mal mir dort ein paar Münzen mir zu holen. Oder Münzen sage ich schon, ein paar Sterne mir mitzuholen. Weil quasi einfach die Gegneranzahl etwas zu hoch geschraubt wurde. Fehlt natürlich jetzt lediglich nur noch diese ganzen Banditen, die ja noch mit auftauchen und dann quasi Baby Mario mit, stibitzen können. Okay, hier brauchst du zumindest erstmal wieder einen roten Schalter, damit ich dann dort an diese 3 roten Münzen dort mit rankomme. Ist dieser rote Schalter hier drin? Safe. Safe ist er hier drin. Na, wunderbar. Tja, und ansonsten ist erstmal hier nichts weiteres. Irgendwie traue ich den Brat noch nicht. Aber versuchen wir erstmal dennoch hier unser eigentliches Ziel jetzt zu erreichen. Apropos Ziel. Wir sind ja schon am Ziel. 2 Blumen fehlen uns natürlich. Ja, das war so klar. 2 Blumen fehlen uns. Und 5 rote Münzen und 14 Sterne. Du meine Güte, ist das dein Ernst? Also das wird kein Vergnügen werden. Aber betrachten wir das Ganze mal von der positiven Seite. Das war's erstmal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal gerne ein Däumchen zur Bewertung mit nach oben da. Und ja gut, dann sehen wir mal, wie das hier dann hier mit weitergeht. Haha!